Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetzt-selbstsicher.de, selbstsicher live heute als Aufzeichnung. Trotzdem heißt es natürlich selbstsicher live, damit da keine Verwirrungen entstehen. Und ich habe heute einen Gast, nämlich den Philipp Domsch. Und Philipp ist jemand, der aufgrund einer früheren Erkrankung der Haut das Thema Selbstwert ganz stark erlitten und dann irgendwie doch wieder bewältigt hat. Und darum soll es heute gehen. Erstmal hallo Philipp, schön, dass du Zeit hast, schön, dass du dabei bist. Hey Michael, ja, super. Ich freue mich auch hier dabei sein zu dürfen und freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Bin gespannt. Ja, gespannt bin ich auch immer. Man weiß ja vorher nie, wie es läuft. Und der Philipp ist auch, und das werden wir später am Schluss dann drauf eingehen, ist auch Veranstalter des Hautkongresses. Aber bevor wir darüber genauer sprechen, fangen wir erstmal an. Du hattest ja ursprünglich selber Hautprobleme. Logisch auch, sonst wird es wahrscheinlich heute kein Hautkongress machen, weil du bist ja kein Arzt oder Mediziner oder irgend sowas. Was war denn so dein Thema? Ja, ich hatte auf jeden Fall starke Hautbeschwerden und das hat auch ziemlich stark mein Leben beeinflusst. Und du hast schon so schön gesagt, natürlich auch mein Selbstwert, meine Selbstsicherheit, mein Selbstbewusstsein. Bei mir war es tatsächlich die Akne, also vordergründig. Jeder, der stärkere Hautbeschwerden hat, weiß, dass da auch noch so ein paar andere Sachen mit dazukommen. Ja, sei es jetzt irgendwie insgesamt eine schwierige Haut. Also bei mir war es irgendwie so eine trockene Fetthaut, sagt man mal so schön. Ich hatte auch starke Schuppen und so weiter und so fort. Aber vordergründig ging es bei mir eben um die Akne, die sich eben in der frühen Pubertät entwickelt hat. Und ja, so mit 11, 12, 13 schert man sich da noch nicht so wirklich drum. Da denkt man, mein Gottchen, so die paar Pickel. Es wird aber stärker irgendwann und es wurde auch stärker. Ich bin zu den ersten Ärzten gegangen, nachdem natürlich die ganzen Sachen, die man so aus Drogerien und Apotheken ausprobiert, nicht funktioniert haben. Und Also dann meinst du haben sowas die. wie Clearasil oder ich weiß nicht, was man da heute alles hat, aber zu meiner Zeit gab es Clearasil, ja, genau. Hatte ich Ja, auch auf jeden mal. Fall. Das gab es natürlich bei mir auch noch und das habe ich auch probiert, aber das war eine relativ kurze Story mit dem Clearasil, weil hat halt nicht funktioniert und eigentlich eher noch weitere Probleme verursacht, als dass es geholfen hat, da durch diese starken Inhaltsstoffe, die da drin sind, die der Haut, die eh schon sehr gereizt ist, bei Akne natürlich nicht gut getan haben. Ja gut, ich war bei vielen Dermatologen, um das mal abzukürzen, haben natürlich die Dermatologen immer gesagt, ja, und auch alle anderen gesagt, ob es nur Bekannte oder Verwandte waren, ja, du bist in der Pubertät, musst du mit leben, das ist eben so, das hat man manchmal in der Pubertät. Und jetzt kann ich, heute kann ich darüber lachen. Früher war es tatsächlich ein Thema, was mich sehr mitgenommen hat. Gerade als junger Mensch ist man ja so auf sein Äußeres schon angewiesen. Was heißt angewiesen, aber man will ja auch irgendwie gut aussehen, man repräsentiert sich ja auch über seine Haut. Und gerade in der Und Pubertät, wenn dann so das erste Interesse an den Mädels aufflammt oder umgekehrt, wenn man als Frau ist, natürlich an den Jungs, ja, dann ist das natürlich was, was einen ganz schnell runterziehen kann, gell? Also ich hatte ja auch so ein paar Pickel, aber Gott sei Dank nicht die richtige Akne, ja. ja, auf jeden Fall. Naja, und dann habe ich so mit 16 gedacht, okay, die haben wahrscheinlich recht, es ist die Pubertät und ich muss mich noch ein bisschen gedulden, nachdem ich mich schon 16, das waren schon 5 Jahre, die ich mich da geduldet hatte. Mit 18 habe ich dann gedacht, ich weiß nicht, ist das wirklich noch die Pubertät? Irgendwie kann ich da nicht dran glauben. Und mit 20 war ich mir dann sicher, das kann nicht mehr die Pubertät sein. So. Und ich habe mich halt währenddessen immer mehr in diese ganzen Themengebiete reingearbeitet. Ich bin so zu meinem eigenen Gesundheitsexperten geworden, weil es mich selber auch interessiert hat. Und ich sage immer, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Mensch, wenn du dich mal halb so viel mit der Schule beschäftigen würdest wie mit diesen ganzen anderen Büchern, dann würde es ganz anders aussehen. Aber ja, mich haben diese Themen sehr, sehr interessiert, auch darüber hinaus, auch Richtung Philosophie und so weiter und so fort, war ich schon immer sehr interessiert. Naja, und dann bin ich letztendlich zu meinem eigenen Gesundheitsexperten geworden und letztendlich hat das auch so ein bisschen dann zu dem Hautkongress geführt, den ich jetzt veranstalte. Genau. Ja, ich glaube, dass es vielen ähnlich geht, gegangen ist in der Pubertät erstmal, dass man halt Pickel hatte, vor allem die Jungs sehr häufig, manchmal auch die Mädels, und dass man da natürlich drunter leidet. Also eben gerade, weil in der Zeit halt auch das Interesse fürs andere Geschlecht aufflammt und man dann natürlich auch sehr viel am äußeren Wert festmacht. Wobei letztendlich, ob es jetzt die Haut ist oder ob es irgendwas anderes ist, was den Selbstwert runterzieht, also kann ja auch ganz was anders sein. Kann ja sein, dass man, keine Ahnung, einfach, dass sich eine krumme Nase rausentwickelt, ist ja auch in der Phase, oder dass man zu dick ist oder zu dünn ist oder sonst was. Generell ist ja dieses Thema Selbstwert in dieser Phase was sehr, sehr stark geprägt wird. Also wo man eben genau aus den genannten Gründen, man ist ja noch unsicher, man hat sich ja, die Persönlichkeit hat sich noch nicht ausgeprägt.
Und wenn dann irgendwelche Faktoren kommen, dann kann einen das schon ganz schön runterziehen. Wie ging es dir denn emotional damals? Wie hast du denn das erlebt? Also jetzt mal nicht das Medizinische, sondern eben wirklich das Selbstwertgefühl, das daraus dann resultierend in den Keller gegangen ist oder alles, was damit zu tun hat. Erlebnisse vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall. Also das war natürlich sehr, sehr prägend in der Zeit und hat viele Dinge beeinflusst, die mit dem Thema Selbstsicherheit irgendwie zusammenhängen. Also auf der einen Seite habe ich mich natürlich sehr, sehr unwohl unter Gruppen gefühlt oder in Gruppen gefühlt. Also unter anderen Menschen war ich sehr, sehr ungern. Ich habe mich unwohl in Gesprächen gefühlt, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, die schauen mir aufs Gesicht und sehen wieder diese Akne, die ich erst früh im Spiegel gesehen hatte. Man hat ja immer das eigene Bild vor Augen und denkt schon, wenn man sich selber im Spiegel anguckt, ei, 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 ach du meine Güte, wie sehe ich denn aus? Und denkt dann natürlich auch, dass der Gesprächspartner das die ganze Zeit so sieht und auch das Gleiche denkt wie man selber, nämlich holla, holla die Waldfee, wie sieht er denn aus? So nach dem Motto. Deswegen war das auch schwierig für mich. Mein Selbstbewusstsein war total im Keller. Ich habe natürlich nach draußen hin immer, und das merkt man ja oft bei Leuten, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, nach außen hin habe ich probiert, der Starke zu sein und das so zu überkompensieren, aber drin hat es ganz anders ausgesehen in mir Klar. selbst. Das heißt, der Selbstwert war auch am Boden und dazu kam, dass ich natürlich auch mit dem anderen Geschlecht Probleme hatte. Also das heißt, ich habe mich einfach mit Mädels sehr, sehr schwer getan zu der Zeit, weil ich einfach dachte, ich sehe so schlimm aus, also ja, ich traue mich natürlich da kein anderes Mädel irgendwie anzusprechen, wenn überhaupt dann abends in der Disco, wenn es stockfinster war. Ah ja, gut, das ist ja vielleicht sogar hilfreich, wenn dann so ideal ist, glaube ich, dann auch so leicht rötlich-oranges Licht, weil das die Haut immer besser aussehen. Ich sage mal, im Extremfall so wie im Puff. Warum haben die ein rotes Licht? Weil man da die Sachen alle nicht so gut sieht auf der Haut. Auf jeden Also Fall. vielleicht ist das ja tatsächlich hilfreich dann. Aber Ganz lustig, wo du gerade über Licht sprichst. Am schlimmsten habe ich mich immer gefühlt in den in so Läden, wo man Sachen einkaufen konnte. Also in Einkaufsläden, wo man Sachen einkaufen konnte. In den Umkleidekabinen war immer das allerschlimmste Licht für Haut. Dieses schöne blaue Licht, was wirklich jede Falte, jeden Neon. Pickel, jede Pore erscheinen lässt. Ganz schrecklich. Ja. Ja. Und besonders schlimm wahrscheinlich so in Drogeriemärkten oder ähnliches, Boah. weil die oft tatsächlich sehr, sehr weiß-blaues Licht haben. Ja, und ich denke mal halt auch im Badezimmer. Also ich weiß nicht, wie euer Badezimmer zu Hause war, aber manchmal sind ja auch Badezimmer mit so Neonröhren ausgestattet. Und dann sieht man natürlich im Spiegel das noch viel, viel stärker an sich selbst, als es die anderen sehen. Ja. Ja, und man Ja, und lernt auch das. immer genauer und genauer hinzugucken, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja eigentlich Theorie, jetzt wenn man es mal nüchtern betrachtet, es gibt ja genug, die eben zum Beispiel Akne oder andere Hautprobleme oder andere visuelle Probleme haben, die trotzdem von anderen geliebt werden, gemocht werden. Aber man denkt halt Natürlich. in dem Moment, man reduziert sich selbst letztendlich auf das, was einen an sich selbst stört. Also in deinem Fall eben zum Beispiel die Akne. Ja. Und gerade in dieser Phase, weil man die anderen positiven Dinge da viel zu wenig wahrnimmt. Wie bist du denn letztendlich wieder rausgekommen? Ging das erst besser, als die Haut wieder gut war, oder hattest du vorher schon das ein oder andere mit deinem Selbstwert, mit deinem Selbstbewusstsein machen können? Ja, ich will mal noch kurz anfügen, es kommt natürlich auch noch dazu, wenn man diese Hauterkrankung, solche Hautbeschwerden aus der Pubertät mitnimmt, nimmt man das natürlich aus einer Zeit mit, wo die Mitmenschen auch nicht die allerliebsten sind und sich auch zu probieren, zu profilieren über andere hinweg sozusagen, ne? Wettbewerbe und so, Das ja. richtig, genau, das spielt ja eine große Rolle, was im Erwachsenenalter dann nicht mehr so die Rolle spielt. Das heißt, im Erwachsenenalter wird man sehr, sehr selten hören, ey du Akne-Gesicht oder ey du Pickel-Face oder irgend sowas in der Art. Was man immer in der Pubertät leider schon ab und zu mal gesagt bekommt. Gar nicht, weil die böser sind, die Menschen, sondern weil man natürlich in der, wie du so schön sagst, in der Pubertät probiert, sich so ein bisschen in den Wettbewerb zu gehen und sich über den anderen zu stellen, ne? Weil man da ja auch das Selbstbewusstsein ausbildet und so. Genau. Und Kinder und bis zum gewissen Alter auch Jugendliche sind einfach sehr offen und direkt, ohne drüber nachzudenken, wie geht es dem anderen jetzt damit oder ähnliches. Das heißt, da ist schon mal so eine gewisse Grundehrlichkeit da, die manchmal verletzend sein kann. Und Ja. dann kommt eben in der Pubertät, und das ist gerade bei uns Jungs, bei uns Männern natürlich viel stärker, dieses, ich mache den anderen runter, um selber etwas besser dazustehen. Das ist Ja. natürlich keine gute Strategie, aber es ist so eine typische Strategie, die halt die meisten dann fahren. Also gerade dieses ganze Dominanz- und Hierarchie-Getue, dass wir Jungs halt einfach so drauf haben. Bei den Ja, Frauen ist das jetzt anders, ja. ja.
Naja, und dann kommt natürlich dazu, dass man dann diese Glaubenssätze, die man da entwickelt, die man eben auch gesagt bekommt, natürlich auch ins Erwachsenenalter mit hineinnimmt und dann nach wie vor denkt, die Leute, mit denen man spricht, mit denen man in einer Gruppe steht, dass die genau das Gleiche denken und vielleicht denken, was ist das denn für ein Pickelgesicht? So, ne? Ja. Kann man gar nichts groß gegen, also kann man schon was gegen machen, aber nimmt es erstmal unterbewusst mit sozusagen. Ja. Naja, und bei mir war es dann so, dass ich auf die medizinischen Sachen wollen wir jetzt nicht zu sehr eingehen. Ich habe es dann eben gelöst, sozusagen, diese Probleme, und habe auch verstanden, warum ich diese Probleme habe. Und ich habe mir immer gedacht, mein ganzes Leben lang eigentlich, wenn ich diese Probleme eigentlich mal endlich mal los bin, dann bin ich ein anderer Mensch. Dann habe ich mehr Selbstwertgefühl, dann habe ich mehr Selbstbewusstsein, ich fühle mich besser, ich kann mit Mädels super umgehen, ich werde ein Mädelsmagnet sozusagen, ich fühle mich wohl unter Gruppen, ich fühle mich wohl in Menschen, ich werde sozusagen auch ein extrovertierter Typ, nicht nur von meinem Auftreten her, sondern auch tatsächlich, also dass ich mich da auch wohlfühle. Es gibt ja so Menschen, die ziehen Energie in Gruppen, also wenn die sich ausruhen wollen, gehen die in Gruppen und quatschen da los so, und die anderen, die introvertiert sind, die wollen halt, die ziehen Energie, wenn sie allein sind sozusagen. Ja. Da können sie die Energie tanken. Und ich bin Ja. eher der Zweitere. Ich bin eher introvertiert, weil ich halt in Gruppen, hatte ich ja gerade schon so ein bisschen ausgeführt, mich eher unwohl fühle. Und vor allem sehr, sehr stark unwohl gefühlt habe. Naja, und dann hatte ich meine Hautprobleme irgendwann in den Griff bekommen und hab gemerkt, nicht einer dieser Wünsche hat sich erfüllt. Ich habe zwar die Hautprobleme gelöst, aber das war nur das Symptom. Die Ja. Ursache war noch lange nicht gelöst. Und die Ursachen liegen eben tiefer. Auf der einen Seite natürlich biologischer Natur, also die medizinischen Dinge, auf der anderen Seite eben auch in der Psyche. Und die Selbstsicherheit ist kein Stückchen gestiegen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht nur meine Hautprobleme in den Griff bekommen, ich muss auch sozusagen meine Persönlichkeitsentwicklung mitnehmen. Das muss einhergehen zusammen. Ja. Und sonst kann man nämlich auch langfristig nie Hautbeschwerden oder auch egal unter welcher Beschwerde man leidet, kann man nie langfristig in den Griff bekommen, wenn die Psyche nicht mitgeht, sozusagen, das Bewusstsein, das Unterbewusstsein mitgeht. Ja. Und dann habe ich mich eben stark damit begonnen, auseinanderzusetzen mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen, Psychologie und so weiter und so fort. Ja. Genau. Ja, und du hast auch was sehr, sehr Wichtiges gesagt, denn viele, die unter irgendwas Äußeren leiden, wo sie glauben, das ist Schuld dafür, dass sie nicht erfolgreich sind, dass sie nicht glücklich sind, dass sie nicht den richtigen Partner kriegen, etc. Die glauben immer, wenn das Visuelle weg wäre, dann wäre alles in Ordnung. Und du hast es ja gerade so schön beschrieben, es war eben nicht dadurch automatisch weg. Genauso wie es umgekehrt welche gibt, die eben womöglich, ich sage jetzt mal übertrieben, total hässlich sind, quasi modomäßig und trotzdem erfolgreich sind, trotzdem zum Beispiel eben einen Partner finden, glücklich sind in ihrem Leben mit Familie, mit Erfolg, mit Job, mit allem, was dazugehört. Das heißt, es hängt nicht zusammen, aber man glaubt es immer. Oder es muss nicht Ja. zusammenhängen, sagen wir es mal lieber so. Ja, es hängt natürlich schon insofern damit zusammen, dass wenn du mit deinem Äußeren unzufrieden bist, dass du dir dann auch noch Dinge einredest und sie verstärkst. Das natürlich schon. Aber es hängt nicht tatsächlich de facto zusammen, sondern es sind einfach dann die Folgen. Und man kann es eben abkoppeln. Und das ist ja bei dir passiert, fand ich sehr schön das Beispiel, dass du sagst, du hast erst das Gesundheitliche gelöst und dann gemerkt, damit ist nicht automatisch der Selbstwert nach oben gegangen. Und das ist ja das, was viele denken. Wäre ich nur hübscher, wäre ich nur schlanker, wäre ich nur was auch immer, Wäre ich nur dann wäre ja alles reicher. in Ordnung. Ja. So einfach ist es ja nicht, ja. Ja. Prima. Naja, Und letztlich bitte? soll ich mal kurz darauf eingehen, was mir sozusagen auch dabei geholfen hat, Ja, wollte ich jetzt das gerade fragen, Selbstwert, genau. genau, okay, sehr gut, das Selbstwertgefühl zu steigern, weil letztendlich ist es einfacher, als man denkt. Und es ist zwar nicht jetzt von den einen auf den anderen Tag zu lösen, aber letztendlich sind es nur zwei grobe Faktoren, die mir dabei geholfen haben, dieses Selbstwertgefühl zu steigern und auch eben die Persönlichkeit, die Psyche und so weiter mitzunehmen, das Bewusstsein mitzunehmen. Und da habe ich gerade schon ein wichtiges Wort gesagt. Erstens ist das Bewusstsein. Das muss irgendwie, das muss man mitnehmen, und da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Davor will ich aber noch was anderes sagen. Der andere Faktor ist der Fokus. Der Fokus ist total wichtig, man muss den Fokus wechseln. Weil, du hast es gerade so schön gesagt, solange man eben den Fokus auf den äußeren Dingen lässt und den Fokus vor allem auf dem Problem lässt, Genau. ja, und problemorientiert ist, wird man da nie wegkommen. Man kann auch sagen, symptomorientiert ist, wenn wir jetzt über Beschwerden, über gesundheitliche Beschwerden reden. Ja. Das heißt, solange ich eben immer nur diese Beschwerde fokussiere, dann werde ich auch immer diese Beschwerde in meinem Kopf haben, und dann wird auch das Selbstwertgefühl und diese ganzen anderen Dinge, die mich so beschäftigen, innerlich nie besser werden. Das heißt,
Ich habe angefangen, meinen Fokus weg von der Akne zu richten und hin zu positiven Dingen, die ich eben gut kann. Du hast es auch so schön gesagt, wir haben ja auch ein Interview zum Hot Congress gemacht. Du hast auch gesagt, ja, so ähnlich, man muss im Grunde mal gucken, welche Ressourcen habe ich eigentlich, was kann ich gut, wo fühle ich mich denn zum Beispiel gut, ja? Und dahingehend einfach mal überlegen. Das heißt, wenn ich natürlich immer nur mir die Akne anschaue und das Problem anschaue und dagegen kämpfe, das ist auch was ganz Wichtiges, dann kann das nicht besser werden. Man muss die Haut als Freund sehen, das ist mal das Erste. Sich über die Haut freuen, darüber freuen, dass man überhaupt eine Haut hat. Ja, die Haut kann so viele Sachen, die ist so komplex, das ist Wahnsinn. Und wir werden uns dessen gar nicht bewusst. Und dann diese Haut mitnehmen auf den Weg der Heilung und auch auf dem Weg zu einem besseren inneren Gefühl sozusagen. Ja, genau. Das Ja, heißt, und ich kenne ja ganz viele Leute, die haben eben andere Hautthemen, dass die nicht unbedingt mit der Jugend zu tun haben. Also beispielsweise Psoriasis, also Schuppenflechte oder Neurodermitis ist ja auch so ein Thema. Oder es gibt auch immer mehr Leute, ich weiß nicht, ob da zurzeit gerade was unterwegs ist. Ich habe jetzt gerade die letzten 2, 3 Wochen sehr viele Menschen gehört, die zu mir gesagt haben, ich gehe zurzeit nicht aus dem Haus, ich habe eine totale, einen Ausschlag am ganzen Körper. Ich weiß nicht, was das dann für eine Krankheit ist. Aber da scheint gerade Neurodermitis wieder vielleicht? was. Bitte? Neurodermitis? Nee, nee, eben nicht Neurodermitis, sondern etwas Temporäres. Die haben sich wohl mit irgendwas angesteckt und haben jetzt wirklich überall am Körper so lauter kleine Pünktchen, also so kleine Hügelchen wie kleine Pickel. Das scheint im Moment gerade irgendwie rumzugehen, was auch immer. Ich wollte damit nur sagen, es gibt so viele Hautthemen, die einen immer wieder beeinflussen. Und ich, zum Beispiel eine Ex-Freundin hatte total trockene Haut, die konnte sich kaum duschen, weil das sofort die Haut noch mehr ausgetrocknet hat. Das heißt, da hat auch keine Creme oder sonst was geholfen. Es gibt so viele Menschen, die Hautprobleme haben und darunter natürlich leiden. Und eben weil wir im Gesicht Haut haben, sobald es dann, spätestens sobald es das Gesicht oder die Hände betrifft, also Dinge, die wir nicht bedecken können, beeinflusst das natürlich ganz schnell, ja, unseren Selbstwert. Ja, von daher, das ist schon ein Thema, glaube ich, das sehr, sehr viele interessiert. Ja. Ja. Und du hast es gerade angesprochen, Hautkongress. Ich war ja auch einer derjenigen, die dort über das Thema Selbstwert sprechen. Wir haben ein Interview dazu geführt. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist der Hautkongress genau? Für wen ist er? Worum geht's? Etc. Ja, sehr, sehr gern. Lass mich davor noch kurz auf den zweiten Faktor eingehen, den ich noch Ah ansprechen ja, wollte. wohl, Also genau. auf der einen Seite ist eben der Fokus. Man muss sich mal darüber bewusst werden, dass der Fokus einfach total auf der Hauterkrankung liegt und dass man auch in Gesprächen immer noch diesen Fokus hat. Okay, schaut er mir jetzt auf die Haut und so weiter und so fort. Sondern viel lieber mal den Fokus auf positive Dinge richten sozusagen, ja. Und das kann man natürlich auch erlernen. Da gibt es ja auch bestimmte Techniken und das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Und der andere Punkt ist, ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, ist einfach das Bewusstsein. Sich einfach mal darüber bewusst werden, was denke ich eigentlich? Wie denke ich über mich? Wie denke ich über meine Haut? Was passiert denn so in Gesprächen mit anderen? Wie sehe ich mich und wie sehe ich den anderen? Und inwiefern denke ich, was der andere über mich denkt? Wie komme ich dann überhaupt darauf, was er über mich denkt? Ja? Wir neigen Und ja dann sowieso merke dazu, ich, immer zu unterstellen und meistens das Negative zu unterstellen. ja. Da gibt es ja ganz faszinierende Untersuchungen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man eben Menschen irgendwas Auffälliges gemacht hat und dann getestet hat, wie vielen ist das überhaupt aufgefallen. Also da gibt es zum Beispiel eine Untersuchung, wo sie Studenten, das war in Amerika, ein total peinliches T-Shirt gegeben haben. Also mit einem total peinlichen Star drauf, ich sag mal einer, der einfach zur Altersgruppe nicht passt, wäre jetzt vielleicht bei uns vergleichbar mit, weiß ich nicht, wenn heute ein Jugendlicher mit einem Dieter Bohlen, ja, der ist ja wieder fast eher wieder in, aber ich sagen wir mal Modern Talking oder was auch immer, also halt mit was total unpassend ist. Und die anderen Studenten haben nicht mal 10%, obwohl sie mit denen im Gespräch war, also nicht, dass die einfach nur im Raum waren, sondern wirklich mit denen auch in Interaktion waren, haben nicht mal 10% dieses T-Shirt bemerkt. Und noch krasser fand ich mal eine Dokumentation, wo sie eine Frau, das ist ja Gott sei Dank in Deutschland erlaubt, bei Männern wäre es schon verboten, eine nackte Frau durch die Altstadt von Düsseldorf gehen lassen haben. Die hatte also außer Schuhen wirklich nichts an. Und die ging durch diese Kneipengasse. Ich frage mich jetzt nicht, wie die heißt. Da gibt es in Düsseldorf so eine Straße in der Altstadt, wo wirklich nur Kneipen sind. Und die Leute draußen standen an den Biertischen. Und
nicht mal 5% haben diese Frau beachtet. Vielleicht weitere 5%, die bewusst weggeschaut haben, weil ihre eigene Frau dabei war. Aber 90% haben das nicht mal mitgekriegt, dass die da komplett nackt durch die Straße stolziert. Die haben halt das mit verschiedenen Kameras gefilmt, ja. Und das ist schon sehr erstaunlich, wie wenig die Menschen wahrnehmen. Und wenn ich mir dann so vorstelle, wenn in den Krimis immer ein Phantomzeichner die Zeugen befragt und die können dann ein fast perfektes Porträt. Ich glaube, das können die wenigstens. Wir nehmen extrem wenig wahr am anderen. Und von daher ist die Gefahr, dass die anderen sich da immer was Negatives denken, nicht tatsächlich da. Die passiert halt nur in unserem Kopf, genau, wie du das sagst, ja. Ja, genau so sieht's aus. Und da einfach mal ein bisschen Bewusstsein schaffen und wirklich mal seine eigenen Bilder im Kopf hinterfragen. Und dann kommt man auch ziemlich schnell zu dem Schluss, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und eigentlich habe ich mich gar nicht zu schämen. Und eigentlich habe ich gar nicht so ein niedriges Selbstwertgefühl zu haben. Ich kann mich eigentlich viel, viel besser fühlen für das, was ich habe und für der ich bin sozusagen. Genau. Ja. So, jetzt aber zum Kongress. Genau, Erzähl doch jetzt zum mal. Kongress. Jetzt zum Kongress. Also genau, ich hatte ja selber lange unter dieser Hautbeschwerde gelitten. Ich habe dann das selber in den Griff bekommen, verstanden, wie das alles entsteht und was man dagegen machen kann. Ich habe in dem Zuge, aber weil ich mich in verschiedene Richtungen weitergebildet habe, zum Beispiel in die Richtung der klinischen Psychoneuroimmunologie, schweres Wort, könnt ihr mal googeln, falls es euch interessiert, habe ich auch verstanden, wie andere Hauterkrankungen, Hautbeschwerden entstehen. Und habe dann gedacht, okay, Mensch, es gibt so viel Wissen da draußen, aber trotzdem gibt es noch so viele Leute, die keine Ahnung haben, wo die Ursachen sind und was man dagegen machen kann. Und die denken, es gäbe nichts dagegen. Man müsste sich mit Tabletten und was auch immer und Cremes und insgesamt mit den Beschwerden abfinden. Deswegen habe ich den Hautkongress ins Leben gerufen, wo wir eben wirklich mal umfassend aufklären zu diesen ganzen Themen, diesen ganzen Faktoren zum Thema Hautgesundheit. Das heißt, wir werden uns an den ersten 3 Tagen, die sind jetzt wahrscheinlich schon vorbei, wenn du dieses Video Am veröffentlichst. Sonntag, das ist der 28., du startest mit dem Hauptkongress am Am 26. 25. Genau. 25. Okay, ja. Also läuft das schon, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ja, aber es sind noch Ist viele überhaupt Tage nicht dran. schlimm. Das Genau. heißt, wir sind im 4. Tag, die ersten 3 Tage sind schon vorbei, da haben wir uns einfach mal grundlegend damit auseinandergesetzt, wie funktioniert die Haut, wie entstehen allgemein Hautbeschwerden, gibt es vielleicht einen Vorteil für den Körper bei bestimmten Hautbeschwerden, so ist es zum Beispiel bei der Neurodermitis, sehr, sehr interessant. Und ja, auch ganz einfach mal, was kann man denn alternativ und komplementär gegen Hautbeschwerden machen? Was macht die konventionelle Medizin und wann lohnt es sich, diese bestimmten Herangehensweisen eigentlich auszuwählen? Und dann werden wir, und da seid ihr jetzt eben noch dabei, da könnt ihr heute dazukommen, am 28. ab dem 4. Tag uns mal die Faktoren angucken, die wir betrachten müssen, wenn wir unsere Haut gesund bekommen wollen. Das ist auf der einen Seite natürlich die Ernährung. Wir schauen uns verschiedene Ernährungsziele an, die euch helfen können, eure Haut gesund zu bekommen. Das ist die Pflege und Kosmetik, logisch. Was wir auf die Haut schmieren, hat natürlich auch irgendwie einen Einfluss auf unsere Hautgesundheit. Vor allem kann es die Regeneration der Haut stark beeinflussen. Wir können Ja. von außen eigentlich nur unterstützen, aber wirklich heilen von außen können wir nicht. Dann ist es so, dass wir uns mit dem Thema Darmgesundheit sehr, sehr ausführlich beschäftigen, über einen ganzen Tag lang mit 4 Experten. Wir werden das Thema Entgiftung sehr, sehr ausführlich angehen mit mehreren Experten und auch das Thema Stress sehr, sehr ausführlich angehen. Ja. Und dann im letzten Teil des Kongresses werden wir nochmal Faktoren betrachten, die eigentlich, wenn man über das Thema Hautgesundheit spricht, nie so wirklich ja, betrachtet werden oder diskutiert werden. Nämlich zum Beispiel das Thema Vitalstoff ist noch etwas, was ein bisschen mehr in aller Munde ist, also Mineralien, Vitamine, auf was muss ich da achten? Aber auch das Thema Licht, also Sonne, aber auch künstliche Lichtquellen, inwiefern die verschiedene Lichtfarben zum Beispiel bei Hauterkrankungen helfen können, aber auch wie sie schaden können. Und das Thema Hormone. Total interessantes Thema, aber auch total schwierig. Und wir haben das wirklich mal probiert mit der Expertin aus dem deutschsprachigen Raum, der Dr. Marianne Krug, probiert das mal so runterzubrechen, dass es auch der Laie versteht, welche Hormone da eine Rolle spielen, was man da machen kann. Und auch so ganz spezielle Themen wie Kälte, Barfüßigkeit, Zahn- und Kiefergesundheit. Was hat das mit Hautgesundheit zu tun? Total spannend und total wichtig. Und Mikrostrom sind zum Beispiel auch ein Thema, also auch spezielle Themen. Sport zum Beispiel haben wir auch Professor Ich Dr. sehe Dr. schon. Vogelsen bei uns. Super, Wahnsinn. super interessant. Und am letzten Tag, da bist du mit dabei, lieber Michael. Persönlichkeitsentwicklung haben wir jetzt gerade besprochen, warum das wichtig ist, auch bei Hauptbeschwerden. Ja, das sind so grob die Themen. Du merkst schon, es Das ist ist sehr, ja sehr viel. ein Wahnsinns, umfangreiches Ding. Wie viele Interviews habt ihr denn?
Boah, ich glaube, wir haben letztendlich jetzt über 80. Also Über es 80, ist ja, das ist extrem umfangreich schon geworden. ziemlich umfangreich und ich habe mir das Programm ja angeschaut, da ist für jeden etwas dabei, also auch für jeden Hautkrankheitstyp oder Haut, wie immer man es nennen will, Typ. Wenn also einer Psoriasis hat, sind natürlich andere Sachen interessant, als wenn jemand Akne oder Neurodermitis hat und da habt ihr überall Spezialisten, also ganz, ganz tolles Programm. Von daher unbedingt reinschauen, es ist kostenlos. Jetzt haben natürlich manche schon die ersten Interviews verpasst. Da hast du aber trotzdem was zu bieten, nämlich das Kongresspaket. Und das ist, glaube ich, während dem Kongress auch günstiger, richtig? Genau, das ist während des Kongresses günstiger. Und nochmal kurz vorab für alle, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt gar keine richtige Hautbeschwerde, aber ich bin irgendwie unzufrieden mit meiner Haut. Also auch für euch kann der Kongress natürlich total interessant sein, weil wir nicht nur über Hautbeschwerden reden werden, sondern vor allem insgesamt, gerade während dieser Faktoren, Ernährung und so weiter und so fort, allgemein auf das Thema Hautgesundheit eingehen und darüber sprechen werden, wie man insgesamt eine gesunde und schöne, strahlende Haut hat, eine gut aussehende Haut haben kann. Genau, Können auch und so während des Altersfalten irgendwann mal. Ja, Anti-Aging ist tatsächlich auch ein Thema. Wir haben auch Okay. tatsächlich die führenden Anti-Aging-Experten in Deutschland, den Professor Dr. Professor Dr. Kleine-Gunk, genau, und den Dr. Schmidt-Kulbe, also wirklich Professor Dr. Kleine-Gunk ist zum Beispiel der Vorsitzende der deutschen Anti-Aging-Medizin, der Gesellschaft für deutsche Anti-Aging-Medizin. Und der Dr. Schmidt-Kulbe hat ganz, ganz viele Prominente bei sich in der Praxis, die er da betreut. Von daher auch zu dem Thema haben wir tatsächlich viele, viele Informationen. Wunderbar. Genau, und es ist während des Kongresses auf jeden Fall billiger. Das heißt, das Kongresspaket kostet für die Zeit 67 Euro, was, glaube ich, Für für 80 die Interviews, das heißt, Veranstaltung. das Interview ist nicht mal 1 Euro, das ist schon ein Also, sehr günstiger Preis, ja. Ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr fairer Preis, denke ich. Super. Also unter dem Video findet ihr auf jeden Fall den Link direkt zum Hautkongress. Meldet euch an, es lohnt sich. Wie gesagt, ich habe mir das Programm angeschaut. Not auch übrigens der letzte Tag, bei dem ich dabei bin. Da sind aber auch noch ein paar andere Experten dabei oder Expertinnen. Also eine tolle Line, die du da hast, tolle Experten. Ich kenne natürlich viele von den Ärzten nicht, aber du hast sicherlich die besten benannt. Ist ja, glaube ich, auch schon dein zweiter Hautkongress, ist das richtig? Genau, das ist der zweite Hautkongress Genau, mittlerweile. also du Im hast ja März da komme ich schon eine noch. ganze Menge Erfahrung. Ja. Und ja, du, ich wünsche dir einfach extrem viel Erfolg und vor allem wünsche ich natürlich denen Erfolg, die mit ihrer Haut nicht ganz zufrieden sind und sich beim Hautkongress den ein oder anderen Tipp abholen können, wie man es eben so hinkriegt, dass man zufrieden ist. Wie gesagt, ich kenne genug Menschen, die unter Hautleiden leiden. War das richtig ausgedrückt? Ja. Kann man so sagen, ja. Ja. Oder die einfach nur eine schönere Haut haben wollen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde mir auch das ein oder andere anschauen. Und in diesem Sinne, Philipp, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr, sehr spannend, mal von einem Betroffenen zu hören, wie es dir so ging. Denn das Thema ist ja das, was ganz, ganz viele betrifft, dass sie mit dem Äußeren unzufrieden sind und deswegen der Selbstwert in den Keller geht. Und dass sie eben daran immer wieder festmachen, warum sie nicht zufrieden sind mit irgendwas, sei es mit der Partnerschaft, mit dem Beruf, mit Erfolg, mit dem Leben ganz allgemein. Und von daher herzlichen Dank, dass du dich auch so weit geöffnet hast und das mal erzählt hast. Denn das ist ja auch so ein Thema, worüber manche gar nicht so gerne sprechen. Du hast es natürlich jetzt auch schon überwunden, von daher vielleicht etwas einfacher, aber ich glaube, du hast auch vielen Mut machen können, die vielleicht gerade in so einer Situation sind. Welche Probleme es auch immer sind beim Äußeren, dass man da nicht nur eben sich darauf verlassen sollte, dass das Krankheitsbild irgendwann vorbei ist, sondern vielleicht auch während der Situation schon anfangen sollte, sich darum zu kümmern, ja, wie man eben den Selbstwert steigern kann. In meinem Interview gibt es ja da auch ein paar Tipps und hier auf der Seite gab es auch schon das ein oder andere. Also ein sehr, sehr schönes Thema. Danke, dass du das uns allen gebracht hast, das Thema. Ja, danke dir, dass ich ja hier dabei sein durfte und ich musste mir selber viel Mut machen, um über diese Themen sprechen zu können. Das war auch für mich nicht einfach am Glaube Anfang ich. und jetzt will ich anderen Mut machen, anderen Hoffnung geben und anderen eben Ansatzmöglichkeiten bieten, ihre Hautbeschwerden in den Griff zu bekommen oder einfach ihre Hautgesundheit aufs nächste Level zu bringen. Von daher, ja, vielen Wunderbar. Dank dafür, Michael. Ich danke auch dir, dass du dabei warst. Alles, alles Liebe und tschüss an die Zuschauer. Bis zum nächsten Sonntag live. Selbstsicher live am Sonntag. Oh Gott, jetzt kriege ich schon einen Knoten in meine Zunge. Nächsten Sonntag um 17:15 wieder. Macht's gut.